Und als ersten Redner zu Wort gemeldet habe ich den Herrn Abgeordneten Diplom-Ingenieur Karl-Heinz Clement mit einer Redezeitbegrenzung von 3 Minuten. Bitte, Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, Frau Minister, werte Kollegen, Frau Staatssekretärin, schönen guten Abend. Ich gehe also nicht auf die Passagen dieses trockenen und öden Gesetzes ein. Ich möchte auf die Hintergedanken eingehen, die wesentlicher sind, die entscheidend sind. Und ich halte fest, dass es sich bei diesen gesamten Materien nur um Umerziehungsprojekte handelt, die sich vornehmen wollen, gefördert durch die EU, auch gefördert durch das Ministerium. Und es ist wirklich unglaublich, was da drinnen zu lesen ist, wenn ich denke, dass wir einen Bericht vorgelegt bekommen, Gender Mainstreaming und geschlechtssensible Ansätze in außerschulischen Jugendarbeit. Da muss man sagen, hier wird Geld verschleudert. Dieser Bericht kostet sage und schreibe 140.000 Euro. Geld, das woanders wirklich dringend notwendig ist und das wir dringender brauchen würden. Und das zeigt, dass wir hier einen Genderwahn erleben und eine rein feministisch geführte Gender-Diskussion. Sie sind auf dem männlichen Auge völlig blind, sie sind also nur mehr ihre feministischen Flecken. Und das ist gefährlich, das ist sehr gefährlich. Sie wollen eine Besserstellung der Frauen, aber sie vergessen, dass sie damit mit ihrer total überzogenen Politik eine Schlechterstellung der Männer erreichen. Und wir werden jetzt sehen, was dabei rauskommen wird. Mit uns jedenfalls machen sie dieses Spiel nicht mit, das ist klar. Und wenn wir jetzt nun erleben, Frau Minister, dass wir monatelang durch Ihre Plakate in Österreich gequält werden, verliebt, verlobt, verprügelt, dann sehen wir schon, welche Grundeinstellung hier verfolgen. Und wir müssen erleben, dass leider Gottes hier eine völlig menschenverachtende Politik zum Tragen kommt, eine Einstellung von einem völlig verkorksten Männerbild. Und Ihre Plakate, Frau Ministerin, sind eine Schande für Österreich. Sie sollten sich eigentlich entschuldigen bei den Männern und bei der Gesellschaft hier in Österreich. Und auch ein kleiner Rückblick auf die Geschichte beim Ausschuss. Es war sehr, sehr interessant, was da gekommen ist. Man muss alles Frauen freundlicher machen, aber es stört niemanden in ihren Reihen, dass bereits Werbespots hier sind, wo Männer in Käfigen gehalten werden und obendrauf die Frau neue Mode präsentiert. Und der Kommentar der Frau Kollegin Rauch-Kallert war, da hat der Mann im Käfig wie eine Banane bekommen. Frau Kallert, das zeigt auch, wie weit Sie schon sind mit Ihrer Einstellung. Muss man sich wirklich im Kopf greifen und fragen, wo ist denn die ÖVP gelandet? Das ist eine Peinlichkeit für dieses Land. Das ist eine Diskriminierung der Männer und das lassen wir nicht zu, ist ganz klar. Damit können Sie mit uns nicht rechnen. So, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, ein sehr lustiger Punkt. Das Gebot zur sprachlichen Gleichbehandlung. Sie wollen bis Herbst einen Leitfaden erstellen, um eine diskriminierungsfreie Sprache zu erstellen. Unglaublich. Wie viel kostet dieser Unsinn den Steuerzahler wieder? Und vor allem, was soll er bringen? Gibt es bald wieder eine Rechtschreibreform, wo wir alles vergendern, wo eine Pflicht eingeführt wird, einen Genderwahn in die Sprache zu bringen? Gibt es eine neue Gendersprache? Vielleicht wird das BNI verpflichtet werden, vielleicht bekommen Schüler dann einen Genderwatch-Lehrer, der beauftragt wird, um zu schauen, ob Schüler ja richtig gendern in ihrer Schule. Das ist ja vielleicht der nächste Punkt, das heißt eine Gender-Watch-List, die dann auch Lehrer verpflichtet, Genderung vorzunehmen. Vielleicht gibt es dann Sittenwächter und Gender-Tugendwächter, was Ihnen noch alles einfallen wird, wir sind gespannt darauf. Aber nur Folgendes wird auch interessant werden. Wie werden Sie vorgehen mit anderen Sprachen? Was machen Sie im Englischen? Das Englische ist nicht dazu geeignet, Ihren Genderwahn aufzusitzen. Im Englischen geht das einfach nicht. Und was machen Sie im Finnischen? Im Finnischen, Frau Kollegin Muttunen, gibt es überhaupt keine Geschlechter. Wird dann die EU hergehen und vielleicht eine neue Sprache schaffen? Kein Esperanto, ein Genderanto? Gibt es ein Genderanto, das zwangsverordnet wird allen europäischen Völkern? Bin schon gespannt, zu welchen Blödsinnigkeiten Sie sich noch hinreißen lassen. Das Gesetz zur Gleichbehandlungskommission und Gleichbehandlungsanwaltschaft hat ja noch einige lustige Punkte drinnen. Warum darf nämlich ein Gleichbehandlungsanwalt in der Arbeitswelt nur weiblich sein? Erklären Sie mir das bitte. Das heißt, einer sexuell belästigten Frau mutet man keinen Gleichbehandlungsanwalt zu. Aber ein sexuell belästigter Mann müsste auch mit einer Gleichbehandlungsanwältin auskommen. Ob das jetzt diskriminierend ist oder nicht diskriminierend, bin sehr gespannt, wie Sie es in Ihren Antworten dann beurteilen werden. Das geht aber auch weiter.
Wir wissen, und das ist ein wirklich großes Problem, dass wir eine Feminisierung der Schulen und Kindergärten erleben und dass das längst eine Ursache für eine Bildungsdiskriminierung der Knaben ist. Das ist eine Bildungsdiskriminierung, wo männliche Schüler, Kindergärtner benachteiligt werden. Und das führt oft dazu, dass völlig unabhängig von der tatsächlich erbrachten Leistung in der Schule Mädchen bessere Noten bekommen, wegen des Geschlechts. Und das hält sie auch nicht davon ab, aufgrund der jetzt großen Erkenntnisse bei der Zulassung zu Medizinstudien, von einer weiteren Feminisierung zu sprechen. Es kann doch nicht sein, dass Männer plötzlich besser abschneiden bei Tests, das ist doch unglaublich. Da muss sofort bei den Tests was geändert werden. Wir müssen sofort eine weitere Änderung einziehen. Also, diese Auswüchse Ihrer Genderwahnsinnigkeit sind wirklich schon lachend. Herr Kollege, Sie haben jetzt dreimal den Begriff Genderwahn und Wahnsinn verwendet. Ich bitte Sie, diesen Ausdruck zurückzunehmen oder ich erteile Ihnen einen Ordnungshof. Das ist Genderwahnsinn. Das kann ich nicht zurücknehmen, weil es Genderwahnsinn ist, Frau Präsidentin. Ich erteile Ihnen hiermit einen Ordnungsruf. Diesen Ordnungsruf gerne zur Kenntnis. Ich nehme ihn als kleinen Orden mit, wenn ich hier den Rednerpult verlasse. Zur Arbeit und zur Einkommensgerechtigkeit. Sie wollen uns einreden, dass wir die Frauenförderung deshalb brauchen, um eine Gerechtigkeit in der Arbeitswelt und im Einkommen zu erreichen. Genau das Gegenteil erreichen Sie damit, wenn Sie Frauen mit aller Gewalt in technische Berufe hineindrängen. Das führt nämlich dazu, dass die sogenannte billige Arbeitskraft Frau von der Wirtschaft missbraucht wird und somit einen Gesamtdruck auf alle ausübt und somit auch die Männer und alle Familien weniger Einkommen haben. Und das kann auch nicht der Sinn dieser überzogenen Forderung sein. Und interessant ist auch, trotz Ihrer Kampagnen, um Frauen in die technischen Berufe zu bringen, sind nach wie vor nach 10 Jahren, nach 15 Jahren, mit vielen Projekten, die sehr teuer waren, immer noch die Wünsche der Frauen ganz andere. Sie wollen weiterhin Verkäuferin werden, Friseurin werden, Sekretärin werden. Das sind weiterhin die beliebtesten Lehrberufe bei Frauen. Und auch bei Akademikerinnen sieht es nicht anders aus. Weiterhin wollen die eher in Geisteswissenschaften, Pädagogik, Veterinär, Medizin tätig sein. Das heißt, Ihr ganzer Genderwahnsinn, noch einmal, hat nichts bewirkt. Ich erteile Ihnen noch einmal einen Ordnungshof. Das heißt, ich lasse mich nicht unterbrechen, Frau Präsidentin, ich komme zu einem weiteren Punkt, der auch interessant sein wird. Wie wird sich dann verhalten, wenn Ihre Einwanderungspolitik wirklich funktioniert? Wo Sie mit aller Gewalt auch Mohammedaner hereinholen, was wird denn dann sein? Die haben ein völlig anderes Verständnis von den Geschlechtern. Bin gespannt, wie dann Ihre Politik greifen wird. Und wenn wir weiterschauen, heute gibt es bereits Forderungen nach eigenen Frauenstadtteilen. Das ist auch eine Forderung, die Ihren Ideen entspringt. Das heißt, es sollen in Wien eigene Stadtteile gebaut werden, wo nur mehr Frauen drinnen wohnen dürfen. Was wird denn passieren dann mit der männlichen Jugend, die diese Frauen mitbringen? Was passiert mit den Kindern dieser Frauen? Müssen sie, wenn sie geschlechtsreif sind, irgendwann diesen Frauenstadtteil verlassen? Dürfen sie vielleicht auch nicht mehr diese Wohnungen übernehmen, wenn die Frauen ausziehen? Und darf in dieser Stadt überhaupt ein Postbote noch männlich sein? Denken Sie mal ein bisschen nach über Ihre Kuriositäten. Wir werden es auf jeden Fall nicht diesen Genderwahn anschließen und wir werden dafür kämpfen. Herr Kollege, ich bitte Sie wirklich eindringlich, das zur Kenntnis zu nehmen, dass es gewisse Begriffe gibt, die die Würde und den Anstand dieses Hauses verletzen. Der Vergleich Wahnsinn mit Genderpolitik fällt aus meiner Sicht als amtsführende hier Präsidentin genau in diese Kategorie und es ist mein Recht und meine Pflicht, ihn hier mit einem Ordnungsruf jetzt zum dritten Mal zu bedenken. Fahren Sie fort. Ja, ich nehme es zur Kenntnis, Frau Präsidentin, und trotzdem sage ich Ihnen, werden wir dieser versuchten Einmischung auch in meine Rede uns nicht beugen lassen. Ich werde trotzdem meine Gedanken zu Ende bringen, dass wir Sie mit dreimal unterbrechen. Bin gespannt, wann das auch ein anderer Präsident mal bei Ihrer Fraktion tun wird. Bin sehr gespannt darauf. Faktum ist es, wenn Sie, Frau Buresch, wirklich was tun wollten, dann nehmen Sie sich echt der diskriminierten Frauen an. Und da gibt es einige Beispiele. Ich denke nur daran, was vor kurzem passiert ist in einigen Großhandelsketten. Da sind Frauen durch kleine Löcher in den Decken beobachtet worden, bis hin in die Privatsphäre, Intimsphäre. Das wäre eine Aufgabe, um dieser Bespitzelung bei Frauen entgegenzuwirken. Da könnte sich große Verdienste erwerben. Ich gebe Ihnen diese Auszüge mit, da können Sie nachlesen, wo wirklich Bedarf wäre, um den Frauen zu helfen. So wird auf jeden Fall eine geschlechterneutrale und geschlechterfreundliche, geschlechtergerechte Politik nicht gemacht werden. Ich fordere Sie auf, kehren Sie um, hören Sie auf, diese Politik der Spaltung zu machen und versuchen Sie wirklich, das Verbindende in den Vordergrund zu stellen.